Moment, war es nicht die schwimmende Festung? Hatten wir das nicht schon? Aber es ist nicht als schon erledigt markiert auf der Karte. Das verwirrt mich ein bisschen. Da vorne, da ist es. Feuer! So. Okay, und da in, an Bord, oder eher gesagt jetzt hier in den Wrackstücken des Schiffs, soll sich angeblich eine Triforce-Karte befinden. Ich bin gespannt. Eine Triforce-Karte. Da soll sich auch eine befinden, angeblich, oder? Die schwimmende Festung. Okay, die haben wir. Die haben wir. Und dann gleich hinter der schwimmenden Festung? Und dort soll sich ein Triforce befinden. Ich merke in meiner zögernden Stimme, dass ich mir selbst noch nicht so sicher bin. Port Splitz. Okay. Ja, durchaus möglich. Eben hier drunter. Kam man nicht dran. Ja, also wir finden schon weitere, also wir finden schon die Wege, muss ich sagen. Okay, ist wieder so ein Raum. Oh. Ja, das war ja sehr herausfordernd. Nummer 1. Das war Raum Nummer 2, also es ist wirklich gut machbar. Wer wollte nochmal die Totenkopfketten haben? Da haben wir auch inzwischen so viele von. Boah, Leute, boah. Ich muss sagen, oh, ne. Das Ryu-Pad liegt nicht ganz so gut in der Hand, wie es liegen könnte, muss ich leider sagen. Mein kleiner Finger stirbt gerade ab. So. Weil ich auch ein bisschen, meinen Finger ein bisschen einklemmen, muss ich zugeben. Okay, sehr schön. Es fehlt halt diese Rumfassmöglichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Ist halt, ja, was soll man sagen? Ist halt kein Controller, ne? Stell dich mal vor, ein Controller. Normaler Controller.
Normal, ganz normal, okay. Und obendrauf ist so eine, sagen wir mal, handygroße Touch-Oberfläche. Nicht größer. Auf dem dann eben Inventar angezeigt wird. Halt ein interaktiver Controller sozusagen. Kein Gamepad, kein Wii U-Pad, sondern einfach nur ein interaktiver Controller. Ein Controller mit einem kleinen Touchfeld und einem Display drauf. Nicht zum eigenen Spiel, sondern wirklich nur als Begleitoption. Wäre doch interessant, oder? So. Ah, da gibt es ja bald eine ganz neue Nintendo-Konsole, die sicherlich auch ganz interessant wird. Zwinker, zwinker. Die ich mir niemals kaufen würde. Und niemals am Release natürlich. Oh, war ja jetzt viel einfacher als der andere Übungsraum, sag ich mal. Tja, und der nächste Triforce-Splitter. Was ich sehr interessant finde, die meisten Inseln, die wir eben vorher nur angekratzt haben, die besuchen wir jetzt nachher doch. Also das große nachher umhersegeln und alle Inseln nochmal abplappern, sparen wir uns eigentlich, weil wir jetzt für die Triforce-Symbole sowieso überall hin müssen. Da war der schwierigste Triforce-Splitter, aber tatsächlich der auf Präludien, oder? Mit diesen ewig langen Kämpfen. Ich würde gerne mal eine Enzyklopädie über Zelda lesen. Beispielsweise nur mal über Wind Waker. Weil die ganzen Hintergründe, warum sehen die Höhlen so aus, wie sie aussehen? Wer hat sie erbaut? Und so weiter und so fort. Bin mir ganz sicher, dass sich da auch was bei gedacht wurde. So, mal ganz kurz. Wir haben Vollmond, okay? Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. So, wir haben Vollmond. Ich würde gerne das Geisterschiff finden. Moment, ich suche mal kurz eine Insel. Portemonnaie. Nein, nicht Portemonnaie! Hoffentlich verzieht das jetzt nicht die Tageszeit wieder komplett. Denn laut der Karte müsste sich jetzt hier unser gutes Piratenschiff, unser Geisterschiff befinden. Ich bin gespannt. Wirklich gespannt. Da ist es doch, oder? Seht mal, unser Geisterschiff. Ne. Oh. Yeah.
Oh Gott, Leute. Invertierte Steuerung ist ganz böse. Stirb doch endlich! Oder eher gesagt, bleib doch endlich tot! Ja. Böser Geist, sag ich nur. Okay, das war jetzt das Geisterschiff. Der Boden ist lustig mit den schreienden Gesichtern, aber von der Schwierigkeit her, oder eher gesagt, generell, wenn man einmal weiß, wie es geht mit der Schatzkarte, ist ja gar kein Problem. Ein Triforce-Splitter, fehlen noch drei. Okay, so wie zum Geisterschiff. Also ich sehe noch eine Karte. Drei. Drei oben. Drei oben. Da kommen wir am besten von Tantopia aus hin. Sieh noch eine Triforce-Karte. Dann haben wir soweit alles, was ich jetzt von der aktuellen Wahnsinnskarte ablesen kann, geschafft. Noch eine Karte. Und dieser gebe ich da. So, und dann hätten wir eigentlich tatsächlich schon ganz viel Spiel geschafft, oder? Es fehlen überraschender oder eher gesagt schockierenderweise noch drei Triforce-Splitter. Da-da-da. Lala. Lala. La. La 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 la. La. Oh ne, ne? Oh ne. Ich will eure Nester doch gar nicht kaputt machen. Ich will doch nur die Dinge aktivieren. Oh Gott! So viele. Ich war doch dran. Thank you.
Wow! Ohne Spaß, sind einfach zu viele. Leute, wir können über alles reden. Ich bin nur eine kleine Möwe. Ich war doch dran. Mann, sei doch nicht so gemein, liebes Spiel. Mensch, nee, wie viele fliegen wir bitte hinterher? Ich war dran! Ja! Boah, Leute! Ne, nie wieder. Vor allem hatte ich nur eine Frucht, ne? Nur eine Put-Put-Frucht. Das war jetzt reines Glücksspiel hier. Ich bekomm's direkt, was denn los? Boah, ganz, ganz schwitzige Finger. Das war gerade eine Situation, die war schon... sowas mag ich ja gar nicht. Einmal getroffen und direkt vorbei. Ja, das ist definitiv wieder eine Triforce-Karte. Damit haben wir jetzt alles gesammelt, was ich aus der Wahnsinnskarte entnehmen kann. Wir haben alle Triforce-Symbole, die ich drauf habe. Alle Karten, also alle Triforce-Splitter und alle Triforce-Karten. Eine Triforce-Karte. So. Okay. Ingels Insel. Okay. Irgendwo da oben. Ja. Ach, okay. Die Ingel hat sogar einen eigenen Wirbelsturm auf seiner Insel. Luxus pur. So. Freundchen. Und der Schätz hier. Was haben wir? Bin gespannt. Ja, 200 Rubine. Naja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Schatzkarten man noch in der Auktion auf Portemonnaie sammeln kann. Das ist jetzt nicht gerade so spektakulär. Tingel! Herr Fee, ich hab dich vermisst! Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Du willst gar nicht spielen? Ui, dieser alte nostalgische Duft sagt, du hast eine Karte gefunden. Famos, famos, zeig her, so kannst du die Karte nicht lesen. Soll ich sie für dich entschlüsseln? Macht 398 Rubine. Üppig, aber ja. Wir haben keine Wahl. Tingel, Tingel, Meer und Sand. Lies die Karte in meiner Hand. Du hast die Karte entschlüsseln lassen. Du weißt jetzt, wo du den Triforce später finden kannst.
Tingel, Tingel, Meer und Sand. Ja, toll. Okay, jetzt sind da die drei Karten, die da die letzten drei Triforce-Splitter auf der Karte anzeigen. Dafür haben wir also die Rubine gesammelt. Schön. Hat es gelohnt. Puh, Herr Fee. Streng dich an und find den Schatz. Ja, das werde ich. Das ist ja mal ein Ding. Die Triforce-Splitter, die sind auf Inseln. Das sind Schätze zum Ausheben. Das sind gar nicht mehr so Höhlen. Das ist ja lustig. Ja, ich suche gerade. Ich Tusk. Definitiv ich Tusk. Ein Triforce-Splitter ist auf Ichtusk. Das ist ja mal jetzt eine Schicksalswendung. Das ist echt überraschend für mich. Das sind halt ganz normale Seekarten, die mit dem X markieren, wo wir mit dem Schiff graben müssen. Oder suchen müssen. Das macht das Ganze ja deutlich einfacher als gedacht. Da ist jetzt ein Triforce-Splitter drin. Alter Schwede, das ist genial. Noch zwei weitere. Es geht ja ruckzuck. Machen wir noch einen. Das ist aber sehr gemein. Boah, das ist jetzt ein Tipp von mir. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist wirklich nur eine Vermutung, ne? Also man sieht auf der Karte nur einen Kreis. Man sieht auf der Karte nur einen Kreis. Also es ist wirklich ein Experiment. Es ist keine, sichere Sache hier. Ne. Ich dachte hier vielleicht. Hier, das war meine Vermutung. Es könnte halt dazu jede kleine Insel sein, ne?
Es ist wirklich nur ein Kreis. Okay, Capo Grande. Mein nächster Tipp. 3 nach rechts, 2 nach oben. Drei nach rechts, 2 nach oben. Capo Grande. Ja, einen hätte ich noch gerne und die letzte, den letzten Triforce-Splitter suchen wir dann beim nächsten Mal. Wenn das stimmt, dann würde ich mich schon freuen. Bitte? Ja, Mensch, wie genial. Oh yeah! Das vorletzte. Ja, sollen wir es auch noch machen? Ich weiß nicht, Leute. Eigentlich will ich nicht, aber wäre zu ärgerlich, das nicht auch noch zu machen. Insel mit ganz vielen Splittern. Da ist sie. Die Flugfelsinsel. Das ist die Flugfelsinsel. Und die ist direkt hier neben, wie heißt das? Direkt neben Tantopia. Ah, da war ich doch vorhin noch. Okay, holen wir noch schnell den letzten Triforce-Splitter. Und beim nächsten Mal haben wir dann tatsächlich alle 8 Splitter schon gefunden. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Tatsächlich. Nein. Ja, der letzte Triforce-Splitter. Also das ging ja mal super gut. Das ging ja wirklich mal super gut. Du hast einen Triforce-Splitter gefunden. Damit hast du alle gefunden und das Triforce des Mutes vervollständigt. Sehr gut, Link. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. So war's vorne, aber erst beim nächsten Mal. Leute, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich vermute mal, dass in Hyrule tatsächlich dann das große Finale auf uns wartet. Das werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall starten, aber wir werden auf jeden Fall noch die ganzen Crocs aufsuchen. Wir werden noch da die Flugherausforderung machen und so weiter und so fort. Also es ist noch nicht vorbei, wenn wir jetzt nur Ganondorf besiegen. Wir werden auch noch einige Nebenaktivitäten machen, aber erstmal werden wir trotzdem nach Hyrule reisen, eilen eher gesagt, Zelda hoffentlich retten und Ganondorf erneut, oder im Gedanken an Twilight Princess erneut verbannen. Da will ich nicht lange zögern. Das aber erst beim nächsten Mal. Ganz ehrlich gesagt, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ihr habt ja gehört, Ganondorf ist jetzt wirklich nach Hyrule gegangen, quasi in das Reich unter der Erde, in dem früher die ganzen Dämonen eingesperrt waren. Will er wirklich Zelda töten? Will er sie einnehmen? Will er sie konsumieren, absorbieren?
Ich habe keine Ahnung. Deshalb, wie gesagt, erst beim nächsten Mal die Haupthandlung. Ich bin gespannt, was auf uns wartet. Und nochmal, es ist ja auch ganz interessant, den größten Teil der Inseln, die ich sowieso besuchen wollte, haben wir automatisch besucht, weil wir da die Triforce-Spitze holen mussten. Es bleibt gar nicht mehr so viel über. Das machen wir, wie gesagt, dann nachher nochmal. Aber an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda, The Wind Waker HD.